Okay. Aber da fehlen noch ein paar. Drei Monster sind doch irgendwo. Ah ja, na guck mal. Oh, da habe ich gerade zufällig was entdeckt. Müssen wir dann gleich mal schauen. Ein kleines Geheimnis, das ich ansonsten echt übersehen hätte, wenn ich nicht zufällig dagegen gehauen hätte. Die Felswand ist spröde. Tada! Oh, ein Windschrein. Okay. Neues. Deswegen ist es eben wichtig, dass man ziemlich früh alle Elemente in dem Spiel zusammenkriegt. Und da muss man Glück haben. Der Loot, also die Charaktere, die man kriegt, sind halt einfach glückbasiert. Weil sonst kann man halt manchmal so Rätsel, die man findet, nicht lösen. Und ich glaube, das ist dann schon frustrierend unter Umständen. So, ein Erz noch sammeln. Und noch ein paar Harz ausgeben. Aber das kann man dann immer noch machen. Jetzt versuche ich mal. Wie geht denn der Multiplayer gleich nochmal? Oh, wie Metatron. Wie... Wo... Name... Suchen oder so. Ich kann hier irgendwie... Eigentlich glaube ich, sollte hier ein Fenster aufgeben, wo ich was eingeben kann, oder? Komisch. Ah, okay. Heißt du auf der PS4 Metatron? Ups. Fehlerhafte Online-ID. Such in der Freundesliste. Wie macht man denn das? Ich weiß leider nicht, wie das geht. Oder meinst du in der PS4 Freundesliste? Aber du hast grundsätzlich den Multiplayer schon freigeschaltet, weil man muss ja schon relativ hoch leveln, damit man überhaupt Koop spielen kann, sonst geht das gar nicht. MT. Ah. MT-Etatron. Ich bin gerade total verwirrt. Ich habe gerade so einen Mandela-Effekt-Moment. Ich glaube, ich bin irgendwie in ein Paralleluniversum abgedriftet, wo man Metatron mit einem T nach dem M schreibt. Spreche ich dann, spreche ich all die Jahre deinen Namen falsch aus? Müsste es Tetatron heißen oder so? Aber so finde ich es auch nicht. Ach so, weil ich es jetzt aber auch wieder falsch geschrieben habe, Mensch. Weil ich so verwirrt bin. Oh Gott, Hilfe. Tetatron. Tetatron. Nein, es geht leider trotzdem nicht. Options Button auf den Knopf, Freunde. Abraxe, danke schön für die Herzen. Juhu.
Options. Jetzt warte mal. Wo? Ah, Freunde! Den habe ich noch nie gesehen oder so. Metatron. Beitrittsanfrage. So. Das geht leichter, das stimmt. Nein, das ist falsch. Was ist falsch? Was ist denn hier? Nochmal, ja, habe ich gemacht. Genug Wein für heute. Jetzt wird auf Cola umgestiegen. Köstlich. Ich bin bereit. Ach ja. Hey, es ist eh voll cool. Man kriegt nämlich auch Achievements für Sachen, die man in den Welten von anderen Spielern macht. Insofern ist es gerade voll super, dass ich dir beitrete. Also sowieso. Weil für die Achievements, also in dem Spiel die Achievements, kriegt man quasi auch ein bisschen was von dieser Premium-Währung quasi. Und die kann man echt gut brauchen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, weil jetzt habe ich quasi nur noch zwei Charaktere. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Hauptfigur, weil die ist einfach so krass hochgelevelt. Die haut alles super weg. Aber ich glaube, ich nehme dann lieber sie hier. Weil sie heilen kann. Sie kann super gut Panzerungen weghauen und heilen. Deswegen mag ich die echt gerne. Hallo! Es fehlen irgendwie Emojis, oder? So Animationen, dass man nicht winken kann oder so. Das sollte noch eingeführt werden. Okay, Metatron, machen wir. Ah ja, hier wirst du ohne T geschrieben. Dann ist schon gut. Dann bin ich wieder. Ich bin wieder in meiner Heimatdimension angekommen, scheinbar. Dann machen wir irgendwie Bosse, würde ich sagen, oder? Bosse oder Dungeons, irgendwelche Raids, irgendwas. Wurscht eigentlich. Was du willst. Ich bin dabei. Und ich pflück dir deine Blumen alle weg. Bin gerade am Erkunden und mache eine Weltmission. Aber ich weiß nicht, ob ich die mitmachen kann so richtig als Zweitspieler. Also ich habe bis jetzt nicht sehr viel rumprobiert mit dem Zweispieler-Modus. Vielleicht weißt du da mehr als ich, aber ich glaube, zu zweit kann man irgendwie nicht wirklich viel machen, außer Dungeons und Bosse, oder? Also ich kann schon mitlaufen, aber irgendwie weiß ich nicht so recht. Oder kriege ich auch Loot in deiner Welt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Ding heimbringen? Wir werden es rausfinden. Aber erst töten wir die da. Nee, guck genau. Ich kann die Truhe hier gar nicht öffnen. Das ist quasi deine Truhe.
Das ist wirklich noch ein bisschen doof. Ich hoffe, die fallen dann noch rum, weil als zweiter Spieler in einer Welt kann man halt irgendwie wirklich nichts machen. Ich kann im Grunde mit nichts interagieren. Ich kann halt Leute hauen. Aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Außer wenn man eben Dungeons macht. Das ist okay. Also das kann man schon ganz gut zu zweit machen. Aber das gemeinsame Erkunden ist leider noch ein bisschen underdeveloped. Da könnte man noch dran arbeiten, dass das irgendwie sinnvoller ist. Aber ich dachte echt, hier kann ich schon stehen, aber es geht schon. Ich habe mittlerweile quasi schon irgendwie zwei und ein paar zerquetschte Leisten, Ausdauerleisten. Die Rockphysik ist beim Springen echt komisch, oder? Der Rock bewegt sich fast gar nicht und beim Landen plötzlich wusch. Bam! Da stimmt was nicht. Oh, ich habe Metatron verloren. Ich glaube, er ist abgestürzt. Ist er weggesegelt? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist verschwunden. Baldur's Gate 3 ist im Early Access für 60 €. Ah ja, okay. Na gut. Nicht schlecht. Ah, ich kann auch deine Schreine nicht aktivieren. Metatron, ich kann in deiner Welt nichts machen. Lass uns mal Dungeons oder Bosse machen. Ich bin irgendwie. Ich stehe sonst hier blöd rum und gucke irgendwie blöd. Oder lauf blöd rum und guck blöd. Das ist irgendwie nicht cool. Nicht mal die Gegner droppen was für mich. Ich kriege hier überhaupt keinen Loot und nix. Man ist echt so als Geist in diesen Welten von anderen Spielern gefangen. Im Limbo. Ah, der hat jetzt doch was gedroppt. Okay, dann haben die Gegner vorher nur zufällig nichts gedroppt. Na, wenigstens das. Okay. Ja, mach das, klar. Freue mich schon, wenn das auf Switch verfügbar ist. Sieht echt cool aus. Ja, es ist auch wirklich cool. Muss aufhören, dir zuzusehen. Du verleihst mich dir viel zu spielen. Ja, das kenne ich auch, das Phänomen. Das geht mir immer so, wenn ich den Auf ein Bier-Podcast höre. Wenn die über irgendein Spiel reden und selbst wenn die das Spiel dann eigentlich schlecht reden, also selbst wenn die dann sagen, na, eigentlich war es nicht so cool, weil das und das, habe ich immer das Gefühl von, oh, das würde ich mir jetzt aber schon gern selber mal anschauen. Würde ich aber schon jetzt gern spielen. Aber ich meine, das hier ist free to play. Da kann man einfach mal reinschnuppern. Da muss man nichts investieren dafür. Immerhin. Jetzt schaue ich noch mal kurz, ob ich nicht vielleicht doch ein Release-Datum finde von dem Spiel für die Switch. Würde mich nämlich wirklich interessieren auch. Da steht 28. September, sagt mir Google, aber das stimmt offensichtlich nicht. Das war wahrscheinlich der Release für PS4 und PC. Daily Express.
Okay, schauen wir mal. Bla 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 bla. Ich hab das keine Ahnung. Der Artikel hatte in der Überschrift stehen, dass ich hier das Release-Datum finde, aber im Grunde redet er nur drum herum. Ich glaube, es gibt noch kein offizielles Release-Datum wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Naja. Kann die Statue selbst nicht aktivieren? Hä? Du kannst die Statue nicht aktivieren. Das ist echt komisch. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass der Multiplayer irgendwie noch ein bisschen ausbaufähig und komisch ist. Und dass selbst du jetzt eingeschränkt bist, weil ich hier bin. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass so der Hauptaspekt des Multiplayers ist aktuell, dass man die großen Bosse gemeinsam besiegen kann. Habe ich zumindest das Gefühl, dass das so der Sinn dahinter ist. Weil das macht dann wirklich Sinn, dass man sich als Teams auf so gefährlichere Dungeons oder Bossmonster stürzt. Die kann man auch ganz gut allein bekämpfen. Das habe ich schon gemacht. Es ist nicht so, dass das irgendwie einem jetzt zwingen würde, Multiplayer zu spielen. Aber man macht sich halt schon leichter dadurch, auf jeden Fall. Das ist schon cool auch, weil hier sehe ich quasi deine Karte. Da kann ich auch ungefähr einschätzen, wie weit du bist. Vielleicht kannst du das noch nicht aktivieren, weil du von der Story her noch nicht so weit bist. Aber das kann eigentlich nicht sein. Ich habe nämlich auch sehr viel erkundet, bevor ich überhaupt angefangen habe, wirklich Story-Quests zu machen. Deswegen glaube ich das eigentlich fast nicht. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, wenn du in den Dungeon gehst, kriege ich sowieso automatisch eine Einladung, die ich dann einfach annehmen kann. Dann muss ich gar nicht unbedingt dahin, wo du bist. Ich war ja gerade, als Ubisoft ihren Zelda-Klon vorgestellt hat. Ihr Immortal Phoenix Dingens. Echt skeptisch, ob das geht, dass man diese Zelda Open World Formel auf andere Spiele überträgt. Aber nachdem hier Genshin Impact das wirklich so gut macht, bin ich wirklich schon gespannt auf das neue Ubisoft-Spiel. Weil vielleicht wird das echt richtig gut. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, viel Spielfortschritt eines anderen Spielers haben wir hier, den ich nicht auslösen darf. Na gut. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht den Ponypel sammeln, der hier irgendwo sein soll. So ein Collectible. Laut Minimap zumindest. Nö. Schade, schade.
Mist. Zumindest Erfahrungspunkte kriege ich. Also, immerhin. Ja. Kann ich mich eigentlich zu Metatron teleportieren jetzt? Nee, das geht nicht. Oh, wartet mal kurz. Ich muss kurz meine Katze rauslassen. Die will unbedingt raus. Die hat hier gerade geschlafen, als ich angefangen habe zu streamen. Und jetzt ist sie wach und... Ja, ja, ich komme schon. So. Da sind wir wieder. Wo war ich stehen geblieben? Das war jetzt zum Beispiel schon cool. Also, wie gesagt, die Welt ist zwar viel statischer als die von Breath of the Wild und viel weniger interaktiv oder physikalisch beeinflussbar, aber es gibt schon irgendwie schöne Interaktionen zwischen den Elementen, weil Wind zum Beispiel, und die Hauptfigur, die wir hier haben, ist quasi eine Windheldin, hat die Fähigkeit, dass das Elemente aus der Umgebung aufnimmt und quasi Vortex-Wirbel aus Wind und dem Element, das es eben aufnimmt, verursacht. Und da wir jetzt gegen einen Feuermagier gekämpft haben, habe ich quasi diesen Windwirbel gemacht und habe sein Feuer quasi aufgenommen und verbreitet und damit die ganzen Dornen verbrannt. Sowas ist halt schon cool. Sowas funktioniert halt ganz gut. Auch mein großer Tornado, den ich nach vorne schießen kann, kann ich, wenn ich den günstig platziere, halt zu irgendeinem Elementar-Tornado machen und so irgendwie andere Elemente über weite Flächen und Strecken transportieren. Das ist wirklich ein schönes Elementarsystem. Aber das wird eben hauptsächlich für den Kampf genutzt und eher weniger für Rätsel. Schon auch manchmal, aber das Spiel ist schon eher auf Kampf fokussiert im Vergleich zu Zelda. Oh, hier wäre jetzt zum Beispiel ein Rätsel, das könnten wir zu zweit wunderbar lösen. Mit den Druckplatten. Kann man auch alleine machen, wenn man Begleiter hat, die irgendwelche Sub-Begleiter beschwören können. Also wenn man Charaktere hat, die Begleiter beschwören können. So. Wow. Ich hoffe, ich mache dem Metatron jetzt hier nicht seine coolen Bossgegner kaputt. Also Bossgegner unter Anführungsstrichen. Weil die Truhen kann ich zwar nicht öffnen, aber die Gegner kann ich töten. Aber Gegner spawnen wieder normalerweise. Das dürfte schon passen. Aber ich höre jetzt lieber auf. Vorsichtshalber. Man weiß ja nicht.
Ah ja, hier, das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Das ist jetzt so eine Truhe, die ist in Stein eingegossen irgendwie. Und die kann man zum Beispiel nur öffnen, wenn man einen Charakter mit einer zweihändigen Waffe hat. Und da kommt quasi eben dieses bisschen Pay to Win in das Spiel, das es halt leider schon auch gibt. Man braucht eben Glück bei dem Ziehen seiner Charaktere aus den Lootboxen, weil hat man nicht den richtigen Charakter, dann kann es schon mal sein, dass man irgendwelche Rätsel in der Welt nicht lösen kann. Und das ist dann frustrierend. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob das eh normalerweise bei den meisten so ist, aber ich konnte innerhalb der ersten Tage, ohne irgendwie Geld dafür auszugeben, alle Charaktere, die ich irgendwie brauchte, freischalten. Alle Elemente und alle Waffenarten. Das ist ganz cool. Und habe jetzt mittlerweile einfach nur, weil es mir eben gefällt und weil ich das ein bisschen supporten will, mal einen Zehner für das Spiel ausgegeben. Weil ich bin dafür so Free-to-Play-Mechaniken zum Glück. Oh, schnell, annehmen. Ich hoffe, es hat funktioniert, dass ich es angenommen habe. Das kam ganz überraschend. Ich werde aber nirgends hin teleportiert, Metatron. Ah ja, jetzt. Jetzt hat's funktioniert. Ich bin da zum Glück nicht so anfällig. Deswegen spiele ich so Free-to-Play-Spiele auch oft Monate, Jahre lang, ohne Geld dafür auszugeben. Und gebe dann eben eher wirklich Geld aus, wenn ich sage, ja, das ist cool, das will ich unterstützen. Und so habe ich es hier eben auch gemacht. Empfohlen wird Feuer und Eis. Na, meinetwegen. Dann nehmen wir einen Feuercharakter und einen Eischarakter. Ach, guck mal, hast du die männliche Version des Standardprotagonisten? Ist schön, dann sehen wir auch beide hier. Von denen kann man quasi nur einen haben. Von den beiden hier. Dann nehme ich noch einmal einen Eischarakter mit. Und los geht's. Ich denke mal, das ist ein Stufe 1 Dungeon, da werden wir jetzt eh ziemlich durchrocken. Das dürfte relativ leicht werden. Ach so, ups. So, jetzt. Ich war nicht auf bereit. Also ich habe bereit gedrückt und habe dann, weil ich nochmal lieber vorsichtshalber doppelt auf bereit drücken wollte, habe ich wieder mich entbereitet, mich unbereitet. Oder so. Verbessere deine Figuren. Ganz genau. Das ist mein Plan. Die finde ich cool, die wir hier haben, weil die hat so ein Glöckchen da hinten. Und wenn man so durch die Welt läuft, hört man das Glöckchen. Ist besonders schön in so stillen Momenten, wenn man so die Welt erkundet und man läuft mit seinem Glöckchen durch die Gegend. Irgendwie ist das nett. Und noch dazu kann sie einen kleinen Chilischoten essenden Bären beschwören. Das ist so ziemlich die beste Fähigkeit in dem ganzen Spiel. Das war's auch schon wieder. Diese Kampfarenen sind immer relativ kurz und knackig. Auf höheren Schwierigkeitsgraden teilweise durchaus ein bisschen schwieriger. Und hier kriegt man im Grunde immer
wichtige Upgrade-Materialien, die man braucht, um seine Waffen oder Figuren zu erweitern. Also neben dem ganzen Erkunden und so weiter kann man hier auch sehr, sehr, sehr viel grinden, indem man immer und immer wieder eben solche Dungeons macht, damit man die coolen, die nützlichen Crafting-Gegenstände kriegt oder Verbesserungsgegenstände. Die kriegt man durchaus auch in der offenen Welt, aber einige sogar wirklich nur bei Bossgegnern oder Dungeons. Aber das kann man sich immer sehr schön anschauen. Das ist ganz cool, das ist ganz praktisch. Das sieht man in der Itembeschreibung, sieht man immer auch, wo man die Items herkriegt. Zum Glück. Joa, genau. Ich hätte hier auch sehr gern, vielleicht kommt das hier noch einfach einen Rematch-Knopf, dass man so Instanzen einfach nochmal wiederholen kann, dass man nicht immer wieder raus und wieder reingehen muss. Das wäre schon oft sinnvoll, weil manchmal brauche ich halt einfach gerade für meinen Charakter-Upgrade 6 Items, die ich hier in so einem Dungeon krieg, und dann würde ich das einfach gern 6-mal hintereinander machen und fertig. Ist ja auch nicht so lang, ist ja nicht so tragisch. Ja, genau. Aber das ist bis jetzt noch ein bisschen umständlich.